Das Frappierende an der Kunst am Vorabend des Ersten Weltkriegs ist die enge Verflechtung, in der die einzelnen Disziplinen am selben Muster weben. When I played in Venice the first time, the Degedev, he said, wird es lange dauern? Am 29. Mai 1913 sorgt die Premiere von Strawinskys Sacre du Printemps für einen Skandal. Il y a quelque chose qui est très extraordinaire dans le Sacre, c'est une vie rythmique comme jamais on a eu l'exemple avant. Il n'y avait jamais cette agressivité, il n'y avait jamais cette espèce de liberté, de sauvagerie qui s'est développée brusquement. You know? Strawinsky selbst sagt, er habe nach einer bestimmten Abstraktion gestrebt. Im gleichen Jahr 1913 bricht Kandinsky in Komposition 7 endgültig mit dem Prinzip der Darstellung, wie sein Freund Schönberg mit dem der Tonalität. Dessen atonale Musik fürchtet die Dissonanz nicht und lehnt die harmonische Hierarchisierung, auf der die klassische Musik beruht, radikal ab. Kandinsky betrachtet die Musik als wegweisend, auch für den Maler. Mit Realismus ist der Komplexität des Menschen nicht mehr beizukommen. Deshalb fängt Ernst Ludwig Kirchner in seinen Straßenszenen die soziale Gewalt der Großstadt durch Verzerrung ein. In Frankreich entwickeln Braque und Picasso den Kubismus, beeinflusst von Henri Poincaré und seinem Buch Wissenschaft und Hypothese. In den Jahren unmittelbar vor dem Kriegsausbruch lässt sich eine erstaunliche Konzentration nicht nur von Entdeckungen, sondern von grundlegenden Veränderungen der Denkweise beobachten. In Frankreich ist das in der Mathematik und Physik besonders sichtbar, etwa in der emblematischen Figur von Henri Poincaré, Cousin des Staatspräsidenten und einer der entscheidenden Physiker und Mathematiker auf europäischer und weltweiter Ebene. Poincarés physikalische und mathematische Arbeiten umfassen Festkörper- und Fluidmechanik, Thermodynamik, Optik und Elektrodynamik. Seine Beiträge an der Wende zum 20. Jahrhundert waren wegweisend, viele bleiben es bis heute. So bewies der russische Mathematiker Grigori Perelman die sogenannte Poincaré-Vermutung erst 2002-2003. Poincaré lieferte auch die Grundlagen für die moderne Chaostheorie. Ideengeschichtlich lässt sich der Beitrag eines Physikers und Mathematikers wie Poincaré etwa so zusammenfassen. Er liefert die Anfänge einer Auffassung von der Wissenschaft als einer Sprache. Die Wissenschaft stellt die Sprache der Welt dar. Das ist eine bedeutende Wende, weil die Wissenschaft zuvor im Grunde kaum über ihre eigene Natur nachgedacht hatte. Es spielen sich also in diesem Zeitraum im Bereich der Wissenschaft ganz grundlegende Dinge ab. Also für mich ist diese Beschleunigungsrevolution und die Revolution der Kommunikation der entscheidende Faktor, dadurch, dass sich auch die Vorstellungen vom künftigen Krieg und der Beziehungen auch der Großmächte untereinander so rapide ändern und degenerieren. Man muss dazu sagen, dass in dieser Zeit eins hochkommt, was alle Menschen bewegt, nämlich die Überzeugung, dass die Entwicklung der Welt a. vorhersehbar ist, genau bestimmbar ist, wissenschaftlich bestimmbar ist. Die Entwicklung der Menschheit, das ist das, was ich nennen würde, die Darwin-Revolution. Die ist etwas früher. Man kann ab den 1880er Jahren eine totale Faszination der Menschen in Europa, in den USA, überall, von links bis rechts, von Arbeitern bis zu den Intellektuellen und Gelehrten feststellen für die darwinsche Idee. Man kann die Enzyklopädien der Zeit ab 1890 ansehen. Das sind wie Inszenierungen des Darwinismus. Also der Darwinismus ist zweifellos die große Zeitreligion.
ab den 1890er Jahren. Das ist Wissenschaft und Überzeugung gleichzeitig. Eine sehr, sehr wichtige Kombination für die Menschen von damals, die alle enorm erst einmal fortschrittsgläubig sind. Sie haben zwar auch Ideen, das kann in einer Katastrophe enden, aber die Welt schreitet voran im Wissen.